Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem kleinen Diskussionsvideo. Im Hintergrund, nur direkt zu eurer Info, wieder KZ auf unserem Server. Ich bin absoluter Keck, aber ich komme voran. Warum ist es so, dass, wenn es um Cheater in CSGO geht, es extrem unterschiedliche Meinungen gibt? Du kannst jemanden fragen, hey, wie viele Cheater sind in CSGO? Und der sagt, in jedem Spiel habe ich mindestens zwei. Und ein anderer sagt, hey, ich habe nie welche. Wie kann das sein? Denn irgendwie müssen sich die Sachen ja normalerweise decken. Wir spielen ja dasselbe Spiel. Was bei der Sache einfach viele übersehen, obwohl es, finde ich, auf der Hand liegt, sind einfach die unterschiedlichen Steam-Accounts und somit auch die unterschiedlichen Trust-Faktoren. Manch einer schreibt es. Ich habe auf meinem X-Account gute Spiele, auf dem anderen halt eben schlechte Spiele, beziehungsweise mein Account ist noch ganz neu und das ist meine Problematik. Ich kann mir nicht einfach einen alten Account herzaubern, sondern ich bin nun mal neu und habe jetzt halt die Kackspiele, wie komme ich da raus? Ich habe nur Cheater, ein anderer schreibt, bei mir sind keine Cheater, sagt aber nicht dazu, dass sein Steam-Account schon sehr alt und sehr gut aufgebaut ist und dass deswegen keine Cheater bei ihm sind, weil sein Trust-Faktor halt so gut ist und so weiter und so fort. Diese Sache wird, obwohl sie, wie gesagt, auf der Hand liegt, eigentlich immer wieder einfach aus den Augen verloren. Ich habe dazu schon ein paar Videos gemacht, wie man seinen Trust-Faktor verbessert, wie man die damals noch farbige Meldung deuten konnte, was es hieß, wenn man einen roten Trust hatte oder einen gelben und so weiter und so fort. Und ich glaube auch ein Trust-Faktor-Video an sich, wie so ein System überhaupt funktioniert, weil natürlich CSGO nicht das erste Spiel ist oder nicht die erste Applikation ist, die so einen Trust-Faktor benutzt. Dieses Video hier reiht sich nicht wirklich in diese Trust-Faktor-Serie mit ein. Es ist einfach nur nochmal ein Punkt, den man, finde ich, nicht vergessen sollte, wenn man eben sagt, bei mir sind nie Cheater, bei mir sind wenig Cheater, bei mir sind ein paar Cheater oder bei mir sind ständig Cheater. Man kann nicht so verallgemeinern und sagen, in Counter-Strike sind nur Cheater, weil ich immer welche habe. Genauso wenig, wie man halt sagen kann, in Counter-Strike gibt es keine Cheater, weil ich nie welche habe. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Was heißt das jetzt dann für die Einzelnen? An sich geht es mir in dem Fall, weil ich halt eure ganzen Kommentare ja lese und beantworte und auch sehe, wie ihr untereinander schreibt, nur einen Denkanstoß bewirken bei denen, die sowas halt immer wieder vergessen, weil mitunter wird in diesen Kommentarschlachten dann ab und an sich so hochgeschaukelt und keiner weicht zurück. Der eine sagt, du laberst Scheiße, bei mir ist alles voll, der andere sagt, da sind keine und hin und her und es wird niemals oder nur selten in so einem Fall dann Einhalt geboten von wegen, warte, ah Mist, ja klar, mein Trust-Faktor ist ja auch scheiße, deswegen habe ich da so viele Dödel oder mein Account ist brandneu oder mein Account ist schon, was weiß ich, 18 Jahre alt. Natürlich sind bei mir weniger unterwegs. Ich habe aktuell drei Accounts. Mein Main-Account, der Dummbabbler, mein zweiter Account, Frauenarztbesucher und mein dritter Account, Gustl. Der Main-Account ist uralt, also zumindest was eben Steam angeht, der ist 16 Jahre alt oder 17, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber so um den Dreh rum. Der ist komplett vollgestopft. Der ist aufgrund des Alters eben auch so angereichert mit Spielen, mit Skins, mit Geld, das da reingesteckt wurde, fernab von CSGO, sondern allem anderen, dass der natürlich extrem gut dasteht. Und wer das Video von mir zu dem Trust-Faktor damals, zu dem Update gesehen hat, der weiß, dass der Trust-Faktor hauptsächlich aussagt, wie gut dein Stand als Steam-Community-Mitglied eben ist. Nicht wie viel CSGO du gespielt hast, oder wie viele Skins du in CSGO hast, oder wie viele Trades du in CSGO gemacht hast, oder was für einen Rank du hast, oder was weiß ich. Das zählt da sicherlich alles auch ein bisschen mit rein. Aber jeder Cheater, jeder Smurfer kann sich einen CSGO-Account holen und dann da sich irgendwelche Stunden hochbotten oder sich irgendwelche Frags hochbotten oder sonst was. Man erkennt einen Smurfer-Account oder einen Cheater-Account ja meistens mit einem Blick. Level 0, nur CSGO, keine anderen Spiele, keine Erfolge, keine Spielstunden logischerweise bei anderen Spielen, keine Screenshots, keine Videos, keine Freunde, keine Gruppen, nichts, nackter Account. Das muss der Account eines Cheaters sein oder eben von einem Smurfer. Nur um nochmal so einen winzigen kleinen Einschub zu geben wegen Trust-Faktor und sowas. Je stärker euer Account nicht danach aussieht, also sprich, je voller er ist, desto besser wird's. Großartig will ich darüber jetzt aber auch nicht lamentieren. Nur nochmal so zur Absicherung, das Trust-System ist natürlich dennoch nicht perfekt, A. Und B, wenn ihr mit Mates spielt, ist es aus den Angeln gehoben. Dann ist es einfach unbrauchbar. Je nachdem, wie die Trust-Faktoren eurer Mates sind, kann es trotzdem gut laufen. Aber ihr habt diesen reinen Trust-Faktor-Bonus nur dann, wenn ihr Solo-Queued. Was halt absoluter Schwachsinn ist bei einem Spiel wie CSGO. Aber naja, so ist es halt. Hier kurz ein paar Zahlen zu meinen Steam-Accounts. Mein Main-Account ist, wie gesagt, um jetzt mal wieder zurück aufs Thema zu kommen, uralt, sieht super duper aus, Solo-Queue, keine Cheater. Egal, ob ich Wingman oder Matchmaking-Spiele. Dann mein zweiter Account, Frauenarztbesucher, der baut sich mittlerweile immer besser auf. Ich denke, sein Trust-Standing ist ganz gut. Wenn ich da solo reinschissel, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, aber in der Vergangenheit dann eben zum Beispiel, da war dann schon ab und an mal was dabei. Sehr, sehr selten, aber es war schon auch mal was da. Dritter Account, Gustl, kein Prime, kaum Spielstunden, keine anderen Spiele, nichts. Das ist nur CSGO auf dem Account und ein paar Skins. Und ich glaube, ein Spiel, das ich irgendwann mal installiert habe, aus anderen Gründen. Auf jeden Fall ist der Account leer. Der sieht aus wie von einem Smurf oder von einem Cheater. Und wenn ich da reinsuche, und zu allem Übel ist er auch noch recht neu, ich glaube, der ist maximal 2 Jahre alt, wenn ich damit Solo-Queue reinspiele, oh! Jedes Spiel. Cheater. Bei mir und bei den Gegnern.
Schaut euch dazu auch gerne die Playlist Cheater-Experiment an. Da habe ich diese Spiele gezeigt. Da wollte ich gucken, wie eben so ein brandneuer Account, ja, was er so erlebt, ne? Und ich habe viel erlebt. Dieser Punkt sollte eigentlich schon bei sehr, sehr vielen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, wenn sie in so eine Cheater-Diskussion reinkommen. Denn es gibt nun mal einfach, und das habe ich gerade vor ein paar Wochen mit jemandem auch gehabt, aber sehr sachlich, da haben wir schön kommentiert oder halt auf seinen sehr langen Kommentar habe ich eine sehr lange Antwort geschickt. Das war alles richtig chillig, wie wir da rumgeschisselt haben. Und ich habe damals geschrieben oder vielmehr geantwortet auf seine Aussage hin, es wäre fast schon frech zu behaupten, CS hätte halt wenig oder nicht so viele Cheater, wie es in dem Video von meiner Seite aus halt rüberkam. Darauf habe ich halt dann geantwortet, dass ich von Anfang an, seitdem ich CSGO spiele, ich habe auch schon mit 1.6 und so zu tun gehabt, aber dass ich seitdem ich Global Offensive spiele, halt einfach solo keine hatte, also Cheater. Somit ist dann meine Erfahrung für Global Offensive, was Cheater angeht, halt ziemlich gemütlich verlaufen, weil da halt keine waren. Also ist mein Bild von der ganzen Geschichte, auch wenn ich weiß, dass es bei anderen ganz anders ist, halt ein anderes. Ich habe halt keine gehabt. Und wenn, dann waren sie entweder so gut versteckt, dass ich sie nicht gerafft habe, dann habe ich halt Cheater besiegt, keine Ahnung, egal. Oder, ja gut, und das waren halt einfach keine, fertig. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich sie halt nicht erkannt oder sie waren gar nicht vorhanden. Ich komme aber auch eben aus einer anderen Zeit. Ich bin ja schon ein alter Bock. Und ich glaube auch, dass das Gemüt von damals halt nochmal ein anderes ist als jetzt. Wobei ich genug Leute kenne, die in meinem Alter sind, die rumflamen. Scheiß Cheater. Aber manche davon sind auch erst mit Global Offensive eingestiegen. Und ich glaube, da ist die Problematik auch schon so ein bisschen mitbegraben, noch hinzukommt. Weil du ja, wenn du davon hörst, oh, das Spiel ist voll mit Cheatern, ich will es trotzdem mal probieren, direkt davon ausgehst, dass du auf Cheater triffst. Und dann ist halt jemand, der einfach nur ein bisschen besser ist als du selbst, halt ganz schnell als Cheater abgestempelt. Ich will nicht sagen, dass es bei jedem so ist, nur nochmal so als kleiner Einwurf. Ich habe dazu auch schon ein ganzes Video gemacht, glaube ich, Cheater callen. Wie gut oder schlecht das ist, wie das überhaupt ist, wenn man ständig so viel Cheater callt. Das sollte sogar hier in der Playlist drin sein. Ich denke, das packe ich in die Podcast-Playlist rein oder Diskussions-Playlist. Und da Cheater callen ist gleich Behinderung, heißt das Video, fällt mir gerade ein. Bisschen provokant, aber die ganze Sache war auch immer schon ausgelegt, also die Playlist auf was sagt ihr dazu? Meinung? So, dass eine Diskussion angeregt wird halt. Ja, was nehmt ihr aus diesem wahrscheinlich recht kurzen Video mit? Erstens, ich bin Keck bei KZ, wenn man im Hintergrund sehen kann. Zweitens, wenn solche Diskussionen auftauchen sollten, und die werden hier hundertprozentig immer wieder auftauchen, weil wir halt viel nach Cheatern gucken, wir machen viele Overwatches, wir sprechen da oft drüber und so weiter und so fort. Wenn es irgendwelche Entwicklungen gibt, gehen wir in die Richtung. Und da gibt es halt immer diese zwei Seiten. Ich frage, hey, wie ist es für euch seit dem letzten Steam-Update, CSGO-Update, Valve-Update, was weiß ich, gelaufen? Und die eine Seite sagt, ganz schlecht, nur Cheater, immer, ständig. Und die andere sagt, ich sehe keine, für mich ist super. Falls man dann aufeinander trifft, auch woanders, muss ja nicht zwingend hier in der Community sein, sollte man das vielleicht im Kopf behalten. Das ist, wie wir eigentlich alle wissen, halt ganz, ganz, ganz stark vom Steam-Account abhängt. Wie sieht der aus? Wie ist mein Trust-Faktor? Und vor allem, mit wem spiele ich auch? Ne? Ich meine, klar, wenn ich mit irgendwelchen Affen spiele, die bereits aussehen wie Cheater, vielleicht sogar cheaten, man weiß es nicht, irgendwelche Mates, die es einem nicht verraten, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich gegen andere Cheater spiele. Wenn ich aber halt Acht gebe und meinen Steam-Account schon aufbaue und so weiter und so fort, dann wird sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit eben ändern. Ja, ich weiß, man kann auch auf hohem Trust-Faktor-Niveau gegen Cheater antreten, ist ja vollkommen klar. Nur sind es halt da dann immer, immer weniger, weil es wird ja dann auch irgendwann anstrengend für so einen Cheater, seinen Account so hoch zu trusten, also sprich Spiele, Stunden und so weiter zu kaufen, was weiß ich alles zu machen, Aktivität vorzugaukeln, dass Steam einem bescheinigt, ja, der ist wirklich ein gutes Mitglied der gesamten Community. Das ist natürlich möglich. Natürlich kann man gegen mich cheaten. Aber die Anzahl der Cheater, die auf diesem Trust-Niveau halt laufen, scheinen gefühlt null zu sein, weil da halt keine sind für mich, also gegen mich spielend. Naja, so viel dazu. Wollte ich eben einfach mal ausgespeichert haben, warum es überhaupt diese riesige Kluft gibt zwischen wie viel Cheater sind in CSGO, wie fühlt sich das für einen an und sowas. Es ist halt echt ein großer Unterschied. Das kann zumindest ein sehr großer Unterschied sein, von Mensch zu Mensch. Da zählt auch die Wahrnehmung natürlich mit rein, die Psychologie auch. Aber das wird jetzt dann auf jeden Fall zu tief gehen. Ich glaube, das habe ich auch in diesem Cheater-Callen ist gleich Behinderung ganz leicht angekratzt. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Müsst ihr halt mal reingucken und mir Bescheid geben. Gut, dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Natürlich freue ich mich über Diskussionen und Kommentare in den Kommentaren. Denkt bitte dran, dass am 4.11. unser Wingman CSGO-Turnier stattfinden wird auf eSportle mit einem fetten Preispool von 200 Euronen rankommen, meine Damen und Herren. Infos dazu gibt es in der Steam-Gruppe und bei uns auf Discord. Beides ist in der Videobeschreibung verlinkt. Man kann natürlich auch einfach im Livestream fragen. Der ist jeden Dienstag und Donnerstag, vielleicht steht es ja auch, ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Haut da rein. Later.
mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die